Junkfest.com, episode 2511. It's about the Big Red Soda. Yeah, BigRed.com. So sweet, so smooth. Established in 1937. So, and here's the ingredients list. And Big Red is a Red 40, alright. Also contains caffeine. Alright. And here's like nutrition facts. And here's some other information. So I think let's do it. Check it out. Never had it before in my life. Yeah, of course, American soda. Smells really artificial, to put it in generous terms. Smells like gummy or whatever, let's try it. Alright, there are the bubbles. I think that's the worst, one of the worst sodas I ever had. It's a straight fail. It's like a bubblegum flavor. Yeah, I cannot deal with it. And it's also containing caffeine. No, I think fail is the right rating. Have you tried this? What do you think about Big Red? Is this your favorite soda? Then let me know. I think it's not that good. Next language. So, das heißt hier Big Red. Es ist eine Ami-Brause mit Koffein. So in etwa wie normale Cola bei uns, würde ich sagen. Steht hier auch da. 38 Milligramm auf hier 345, also kommen wir etwa auf 10 raus. Bei Zucker so dasselbe. Ja, hier dann irgendeine andere Info und hier die Zutatenliste. Und schmeckt wirklich, also es riecht so chemisch. Und ja, es schmeckt nach hier Kaugummi. Oder flüssiger Kaugummi so. Kann ich gar nichts mehr anfangen. Ja, man könnte jetzt auch das Gerücht in die Welt streuen, ich würde das Rating einfach der Farbe anpassen. Ja. Genau, habt ihr die probiert? Wie schmeckt euch die? Das ist ein bisschen suspekt hier. Das ist wieder so übelst alt hier. 1937. Ich kann keine Ahnung so. Genau, das war die Folge. Danke fürs Zusehen.